Ja, jetzt ist eigentlich nur noch raten. Viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr. Nach der Zeichnung aus dem Toten muss ich ein Lichtpentagramm auf dem Boden erkennen. Ich kann dieses Scheinwerfer zur Hilfe verwenden. Ja. Brauchen wir natürlich erstmal noch einen Teil. Wer hätte gedacht? Drei Schädel, Horn, Perle. Schädel. Perle. Schädel. Ein Horn. Und ein letzter Schädlein. Schwert, Ank, Käfer. Na, du bist ein Schwert, hallo. Ja, ja, ja. Okay, mag alle nicht. Oh gut. Schade. Nimm mal das da. So, Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Anhänger, drei Pfeile, Schutzschild. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Anhänger, Schutzschild. Du, nein, du. Ja. Ein Anhänger. Da. Griechische Vase, Flügelhand. Magadanisch, okay. Hand und ein Flügel. Ja. Ja, okay. Optischer Filter. Okay. So. Ah, das sind Filter. Okay. Ja, fehlt mir noch irgendwas, ne? Ach so. Es fehlen 5 Teile. Ach, du liebe Zeit. Okay. Harmonika-Anhänger-Vase. Okay. Alter, wenn es bei mir aussehen würde, ey. Folgestoff bis zum geht nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Okay, Ring, Nagel, Säbel. Ein Griff, 5 Bürsten. Ja, Haarbürsten sind natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Okay. Telefon, Schaufel, Würfel. Telefon. Bürste. Wesen zählt natürlich auch nicht. Da hinten haben wir das Filtersymbol. Also den vierten optischen Filter, den wir brauchen. Anhänger, Ring, Nagel, Säbel. Da ist der Würfel. Bürste, Schlüssel. Schaufel, Ring, Nagel, Säbel, Anhänger. Da ist der Anhänger. Ach, das soll eine Kanne sein, Alter. Also 100 Liter auf einmal rein, ey. Okay.
ich bin die Musik so am Feiern. ja, da ist nichts drin. Also, drehen kann man es auch nicht. Nagel auf den Senkel. Dein Junge ist versteckt. So wie ein Nagel und ein Säbel sein. Ich glaube, ich bin blind. Ach, da ist ein Nagel, Alter, auf dem Besen, ey, wenn wir das sehen. Ein Säbel. Ach, das ist ein Taschenmesser, was da drüber liegt. Okay. Wo soll hier ein Säbel sein? Zeig mal. Ach. Die Säbel der Flagge. Okay. Gut, haben wir den vierten Filter. Dann können wir mal noch gucken, wo ist noch ein Wirbelbild versteckt. Hier ist kein Auge. Okay, da mal nichts. Dachboden nochmal. Nein. Arbeitszimmer. Auch nicht. Hier ist nur nochmal ein Filmhinweis. So, haben wir hier noch was? Am Ufer vielleicht. Nein. Am Auto vielleicht noch mal. Moment. Hier ist auch nichts. Bisschen verwirrend, weil man noch überall hinkommt. Ah, da haben wir das fünfte dann. Vier Federn, vier Käfer und ein Ruder. Da liegt auch schon das fünfte optische Filter. Geht doch vorwärts. So. Also sammeln wir erstmal die Sachen ein, die nicht unbedingt groß sind, aber wo wir halt Massen von haben. Die Chance gleich, dass wir es finden. So, Boot, Thermometer, Mäusefalle. Da ist das Thermometer. Ein Boot in der Flasche. Und eine Mäuseschnapp. Da, Maurerkelle. Handkette. Naja, doch Fußfesseln geht doch auch. Da haben wir eine Kette. Eine Hand. Weihnachtskugel, Buchstabe A, Korkenzieher. Ein Korken dazu vielleicht? Hätte ja sein können. So, dann haben wir eine Weihnachtskugel, Buchstabe A. Du bist eine 4. Schade, hätte ja sein können. Hand A, Korkenzieher. Ja. Da ist der Korkenzieher schön im Eck, liegt auch noch ein Korken in der Nähe, also passt. Ja gut, vorbei an Wimmelbildspiele mit Logik ranzugehen, hatten wir ja schon öfters das Thema, das ist, ja, ein hoffnungsloses Unterfangen. So.
Arm und eine Hand. Ich bin mir nicht hundertprozentig bei der Sache. Ich bin im Kopf schon im nächsten Wimmelbild irgendwie, weil ich das unbedingt anfangen will. Zumal ich jetzt auch wieder fit bin und auch wieder die Lust da ist, aufzunehmen tatsächlich. Nehmen wir die Hand jetzt diesmal. So. Dementsprechend will ich auch ein bisschen Gas geben. So, jetzt haben wir alle fünf Filter beisammen. Jetzt sollten wir das Ganze doch hier verklamüsern können. Okay. Das sind zentrale Symbole zusammensetzen, indem die fünf Filter gedreht werden. Bestimmte Filter sind voneinander abhängig. Okay. Ach du liebe Zeit. Die drehen sich immer zusammen. Ach du liebe. Du ahnst das nicht. Ah, fast. Okay. Der dreht gleich mal alle drei, ne? Das ist ja richtig geil. Ah, den können wir alleine drehen. Okay. Ja. Okay. Der da stimmt schon mal gar nicht. So, den hätten wir jetzt da unten sitzen. Den stellen wir mal dahin. Ah, Beine. Ah, jetzt haben wir diesen natürlich wieder verschoben. Okay, machen wir es mal so rum. Drehen wir den mal wieder nach oben. So, den drehen wir dahin. Na, verdammt. Okay. Der steht jetzt unten links. Stellen wir den mal dahin. Nee. Dahin. Okay. Jetzt ist einer noch doppelt. Der da. Der passt da auch nicht hin. Naja, da passt auch nicht wirklich hin. Oh, das war das falsch. Verdammt. Okay, probieren wir es mal weiter. Das ist ja der einzige, den wir unabhängig von den anderen drehen können. Passt auch nicht. Drehen wir weiter. Da, du, da, das war zu weit. Verdammt. So. Jetzt hätten wir alle auf einer Stelle, aber die hauen da nicht hinten. Ah, na guck mal. Das stimmt ja. Sind ja die Markierungen da oben. Müssen wir doch aber noch einen haben, weil es auch markiert ist. Na gut, wobei muss ja nicht zwangsläufig. Das wäre ein linkes Auge. Das haut schon besser hin. Okay. Ja, wir kriegen es doch langsam hin. Okay. Wenn ich dich dahin drehe, nein. Und da, das passt schon eher. Jetzt dreht es natürlich wieder dahinter weg. Er müsste eigentlich dahin gehören. Was das Auge? Da. Yep. Der muss aber. Ach nee, die zwei sind ja noch falsch, genau. Du da. Kann der ja nur noch unten gehören eigentlich. Ja.
Der Augenblick der Befreiung dieser Armsäften ist gekommen. Lati Kimla Yoti Bitieble in Knuo Ilai Tiwoch, Alter. Danke, Nancy. Sie haben es geschafft. Jetzt ist es an der Zeit für uns, diese Welt zu verlassen. Gute Reise, Lily. Ich hoffe, dass ihr endlich Frieden finden werdet. Wir haben ihn bereits gefunden. Caitlin ist zu uns gekommen und der Mörder wird bald bestraft werden. Und das alles dank dir. Ich werde dir ewig dankbar sein, Nancy. Ewig. Ach, schön. Ein 18 Jahre alter Mordfall wurde nun endlich aufgeklärt. New York Times, 30. Juni 2012. Ein Verbrechen, das vor mehr als 18 Jahren begangen wurde, konnte endlich aufgeklärt werden. Die Polizei hat die Leichen von Caitlin Russell und Sam Toro gefunden, die in einer Höhle ertrunken sind, auf der Flucht vor den Mördern, die Professor Russell, seine Frau und ihre jüngste Tochter Lily brutal umgebracht hatten. Nach neuesten Informationen wird der Museumsdirektor Arson Kettenmeier verdächtigt, einer der Täter der Verbrechen zu sein. Er wurde festgenommen und gestern Abend angeklagt. Das Anwesen der Russells, das lange Zeit vernachlässigt wurde, konnte an eine junge Frau vermietet werden, die sich entschlossen hat, dort ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und somit haben wir das Rätsel um das mysteriöse Haus der Jagden gelöst, Haunted House Mysteries. Wir haben es durchgespielt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch weiterhin viel Spaß, auch mit den anderen Videos. Sollt ihr Ideen, Vorschläge, Kritik, Beschwerden, sonst jetzt haben, lasst es mich gerne wissen. In den Kommentaren als Nachricht oder sonst wie. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao.